Nicht immer haben neue Gesetze so schöne Namen wie Gute-Kita-Gesetz oder Starke-Familien-Gesetz. Dieser hier zum Beispiel ist regelrecht doppeldeutig. Das Mieterstromgesetz. Profitieren hier Mieter, weil sie von der Solaranlage auf dem Dach direkt und günstig Strom beziehen können? Oder setzt es Mieter unter Strom, verärgert sie, weil ihnen per Gesetz etwas versprochen wurde, aber gar kein günstiger Strom fließt, allenfalls Schweiß von der Stirn des Vermieters, weil ihm das Gesetz eine derartige Bürokratie aufbürdet, dass ein Kurzschluss droht. Die Details von Mona Bottros und Magdalena Eberts. Das niedersächsische Auetal. Mitten in ländlicher Idylle ein seltener Anblick. Eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung auf dem Dach eines Mietshauses. Die Anlage hat Robert Koch für seine Mieter bauen lassen. Aus Überzeugung für die Umwelt, erzählt er uns. Es gibt nur die eine Welt, es gibt keine zweite mehr. Und da muss irgendeiner mit anfangen mit so einer Sache. Und wir sind Verfechter davon. Wir reduzieren dadurch unsere Nebenkosten im Haus. Die Mieter freuen sich und die Dinger laufen wartungsfrei. Auf Vermieter wie Robert Koch hat die Große Koalition gesetzt, als sie 2017 das Mieterstromgesetz auf den Weg brachte. Damit sollten Photovoltaikanlagen auf Mietshäusern besonders gefördert werden. Die Vorteile? Der Strom ist für die Mieter günstiger, weil Netzentgelte entfallen. Die Versorgung ist dezentral und sie erzeugt kein CO2. Solche Anlagen sind sinnvoll und auch wichtig für den Klimaschutz, meint Professor Gerd Heilscher, Experte für regenerative Energien an der Technischen Hochschule Ulm. Der große Vorteil dieses Mieterstroms ist halt, dass ich diese Solarmodule, die auf dem Dach sind, mit den Menschen, die darunter wohnen, verbinde. So könnten auch Mieter von günstigerem Solarstrom profitieren. Nach einer vom Bundeswirtschaftsministerium damals in Auftrag gegebenen Studie könnten 3,8 Millionen Mietwohnungen in Deutschland mit Strom vom Dach versorgt werden. Zurück zum Auetal in Niedersachsen. Die Anlage ist auf dem Dach, doch Robert Koch und seine Mitstreiterin Frauke Stuhl-Weißenburg stehen als Vermieter vor großen Herausforderungen. Gesetzliche Auflagen machen es ihnen schwer. Das müssen wir machen. Was ich nicht weiß, ist, ob wir das hier machen müssen. Anzeige der Energie, Belieferung von Haushaltskunden nach § 5. Dann brauchen wir den Handelsregisterauszug, ein Organigramm, ein Gewerbezentralregisterauszug, ein Jahresabschluss, ein Führungszeugnis und eine Schufa. Und eine Schufa-Erklärung, um Leute mit Strom zu beliefern. Finde ich gut. Die Krux, jeder kleine Vermieter wird dazu verpflichtet, offiziell zu einem Energieversorgungsunternehmen zu werden, also so wie E.ON oder NBW, mit allen Rechten und Pflichten. Ein bürokratischer Irrsinn, an dem viele Vermieter scheitern. Das Dumme ist, man muss sich das mühsam aus dem Internet rausziehen und kein Mensch sagt einem, wo, was, wie zu machen ist. Wenn das jetzt jemand macht, der ein Dreifamilienhaus hat und sagt einfach, ich muss noch arbeiten, habe eine 40-Stunden-Stelle, der macht das nicht. In der Tat, das Gesetz ist ein einziger Paragraphenwirrwarr. Anmeldung, Mitteilung, Registrierung, Zulassung. In weiten Teilen der SPD hat man diesen Mangel bereits Ende 2018 erkannt. Kritisch fragt Timon Gremmels beim Koalitionspartner nach. Ist die große Gefahr, dass in der Tat viele Mieterstromprojekte künftig sich überhaupt nicht mehr rechnen und weil sie so große Vorlaufzeiten und Administrationsebenen haben, wie gehen Sie damit um? Wir gehen davon aus, dass es sich herumgesprochen hat, dass damit für Mieter und Vermieter gleichermaßen Vorteile verbunden sind und unser Ziel ist es, dass auch dieses Modell in Zukunft attraktiv bleibt und auch umgesetzt wird. Attraktiv? Auf Deutschlands Dächern in Städten wie hier in Hannover sind kaum Photovoltaikanlagen zu sehen. Bis heute. Wir wollen es genauer wissen. Bis Juli gab es bundesweit nur 700 Mieterstromprojekte. Das sind gerade einmal 1,5% von dem, was seit Inkrafttreten des Gesetzes möglich gewesen wäre. Auch in der Wissenschaft schüttelt man den Kopf über die miserable Erfolgsquote. Man müsste überhaupt bei der Entwicklung so eines Gesetzestextes mitschauen, ob das erfolgreich sein kann. Ja? Und im Moment unter den Bedingungen kann es nicht erfolgreich sein. Das weiß man dann eigentlich vorher.
Vor dem Paragraphenwahnsinn hatte Julia Verlinden, energiepolitische Sprecherin der Grünen, schon damals gewarnt und weist heute auf die Konsequenzen für die Energiewende hin. Auf jeden Fall haben wir Zeit verloren mit diesem schlecht gemachten Mieterstromgesetz. Viele Vermieterinnen und Vermieter wollen Mieterstrom machen. Sie informieren sich über solche Art von Projekten, aber werden dann abgeschreckt. Und das wiederum führt dann dazu, dass nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft wird, was wir eigentlich auf den Dächern in Deutschland hätten. Abgeschreckte Vermieter, nur wenige hundert Projekte. Was sagt der zuständige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dazu? Ein Interview lehnt er ab. In einer Stellungnahme gegenüber Report Mainz räumt er ein: Leider ist der Zubau im Bereich des Mieterstroms bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Minister kündigt eine Novellierung des Gesetzes noch für diesen Herbst an. Trotz der Hürden ist das Mieterstromprojekt im Auetal vorerst geschafft. Heute bekommen die Mieter von Robert Koch und Frauke Stuhl-Weißenburg den Stromvertrag vorgelegt. Vertragslaufzeit ist immer ein Jahr. Und ich finde das wunderbar. Ich bin damit sehr glücklich und habe auch schon unterschrieben. Die Photovoltaikanlage produziert nun sauberen Strom. Doch für Robert Koch war die Erfahrung ernüchternd. Wir sind Leute, die anpacken, die auch Geld in die Hand nehmen. Und wir würden das auf jedes Dach machen. Aber das war jetzt hier die Probe. Wenn das so bleibt, war das das erste und letzte.